Meine Damen und Herren, als die Marilyn Jazz Band angefangen hat, eigentlich rede ich jetzt mehr immer über die Marilyn Jazz Band als über mich, aber ich war ja immer dabei und deshalb ist das nun mal so. Ne? Haben wir 1979, so wie jede Band damals gesagt hat, wir müssen jetzt eine CD machen. Bedingter Quatsch. Wie hießen diese Dinger? Eine LP haben wir gemacht. Eine LP. Und das war damals ein ganz großes Ereignis. Gibt es nur noch ganz wenige Stück. Das Wichtigste daran ist, ich hatte mal eine Dame aus Holland angerufen und hat gesagt, ob ich noch ein Exemplar davon hätte. Sie hätte sich scheiden lassen und ihr Mann hätte die Schallplatte mitgenommen. Und das hat mich so gerührt. Dann habe ich ihr dann wirklich meine letzte geschickt. Ich nehme an, sie hat dann damit auch einen neuen Partner gefunden, weil diese Platte hieß Streets of a City. Ich nehme an, sie hat die Leute dann dazu gebracht, wieder vor die Türe zu gehen, wieder Menschen kennenzulernen. Und deshalb spielen wir jetzt von dieser Platte mal das Erkennungsstück, oder damals die, das war ein Titelsong, und das heißt The Streets of the City. Take us by the hand. Why don't you walk through the streets of the city?